Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ich bin gerade ein wenig ratlos, wie wir durch die Türen sollen. Aber wir können uns hier mal nochmal, weiß nicht, vielleicht hier unten mal umschauen. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas, was wir machen können? Aktivieren, deaktivieren, bringt halt nicht allzu viel. Was haben wir hier? Nichts. Da haben wir noch Treibstoff, eine Werkstatt. Ach, sag mir jetzt bitte nicht, wir müssen jetzt irgendwas reinbauen. Kannst diese Werkstatt noch nicht verwenden. Was haben wir denn sonst noch hier? Aufzug, bisschen Red X, wenig Muni. Tja. Die Frage ist, was sollen wir jetzt hier machen? In den normalen Modus? Die Türen sind ja noch alle zu. Ja, passt schon. Ups. Können wir da vielleicht irgendwie rüberklettern oder so? Aber scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Hier hinten haben wir auch nichts. Bringt es was, hier drauf zu springen? Nicht wirklich. Wir können den Scheinwerfer wegschießen. Sonst haben wir nichts, was uns eine Gefahr darstellen. Was eine Gefahr für uns darstellen könnte. Ich weiß nicht, hier rumkommen bringt, glaube ich, auch nicht so viel. Wir haben ja auch nichts vergessen zu aktivieren. Ah. Ich fasse es nicht, dass jemand so Respektiertes, so Ehrbares hierher kommt und meine Roboter zerstört. Deine Schreckensherrschaft endet jetzt, Shroud. Shroud wandelt wie immer auf dem Pfad der Gerechtigkeit. Du bist es, der gefallen ist, Mechanist. Lügen, Shroud, Lügen. Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für alle Mal ein Ende setzen. Na, dann kommt mal her. Der kann mal weg. Und dann könnt ihr auch mal wieder weg. Zack. Passt eigentlich schon soweit. Na komm. Tschüss. Lad mal kurz nach. Dankeschön. Oh, wer ist eine ganze Menge? Ich hätte mal auf mein Leben achten sollen. Das war jetzt nicht so praktisch. Auf ein neues. So, dann bleibe ich mal gerade im Versteckmodus. Ja, gut, ich kann ja eigentlich hier dann wieder die Dings nehmen. Ups. Dass jemand so Respektiertes, so Ehrbares hierher kommt und meine Roboter zerstört. Ja, kennen wir. Shroud wandelt. Lügen, Shroud. Das Commonwealth hat ihn. Stell dich der. So, die Herren. Achso, weg. Weg. Weg.
Scheinwerfer sind jetzt nicht so interessant. Okay, ballern wir mal los. Ui. Ich warte mal hier aufs... Ups. Wer ist mal wieder im Weg? Wer ist mal wieder im Weg? Schade, reicht nicht ganz. Mit dem kritischen schon. Sehr gut. Gut, einer weniger. Die Müllbotzen ist ja nicht so das Problem. Ja, schon eher. Feuer frei, meine Lieben. So, nochmal kurz speichern. Er hat noch nicht, wer will nochmal. Ja, zum Beispiel. Mensch, mach mir das mal wieder fix. Heilen. Sind das hier doch so ein bisschen überhand? Und irgendwie trifft der Kollege auch nichts mehr. Meine Güte. Ja, wie gesagt, das Problem ist jetzt echt bei dem Charakter, sobald er einmal entdeckt wird, ist es halt nicht mehr so mit Schaden austeilen. Soll ich doch noch auf die Schrotflinte gehen? Und vielleicht mache ich das hier so ein bisschen aus dem Schussfeld ziehe und hier so nach und nach die mal von hinten ausschalte. Du noch weg und dann darfst du dran kommen. Heilen. Das war knapp. Na, ich hole mich noch heimlich komplett hoch. Aufbots. Die sind so leicht zu ersetzen, weißt du. Initiere Selbstzerstörung. Code 001. Oh. Natürlich meine ich nicht dich, Sparks. Ja. Noch immer nicht völlig verstanden. Seh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warnung. Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Sparks! Ups. Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter, vernichtet ihn! Na gut. Gib mir mal bitte die Muni, die ihr da noch rumfliegen habt. Wie? Aktiviere die Tesla-Spulen. So, du hältst ja gerade hier schon mal ganz gut die Gegner weg oder ab. Können wir dich da oben vielleicht mal wegschießen, du Müllbot? Rekalibriere die
Elektromagneten und fertig. Hol den Eisbox. Stromreserve bei 82%. Schalt das Ding aus. Vorsicht, Sir. Schluss mit dem Versteckspiel. Ich bin eigentlich immer für Versteckspiel. Muss ich ja mal sagen. Okay. Da freut sich wieder jemand. Schön. Stromreserve bei 58%. Bringen Sie rein, Spaß. Ich muss gerade wieder ein Reparaturdings gespart. Ach, danke. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, keine Sorge. Ich guck, dass ich da nicht irgendwo blöd lande. Wo haben wir denn? Da oben haben wir wohl irgendwo jemanden. Ich sehe aber noch gerade nichts. Ah, ein Duellbot. Hi. Geht's? Stromreserve bei 34%. Na dann. Oh, eine Splittermine. Noch eine Splittermine? Noch eine Splittermine? Noch eine Splittermine. So viele Splitterminen. Das war dumm. Warnung. Kritischer Stromausfall steht bevor. Verdammt, Sparks. Gib alles, was du hast. Alles! Achtung! Na dann. Die Herren. Du kannst mal weg. Du kannst mal weg. Du kannst mal weg. Die Mine auch irgendwann. Und Feuer frei. Nice. Leite Energie zu den Spulen. Das lief gerade echt gut. Warnung. Stromausfall in 10. Komm schon. 8. 7. Oh, hi, Müllbot. 6. 5. Na, kommt doch was? Ja. Jetzt kommt wieder der ganze Schrott angeschissen. Na komm. Dann oben noch mal kurz. Zack. 2. 1. Stromausfall. Bring den Strom wieder zum Laufen, Sparks. Dann jetzt Zeit, da reinzulaufen. Das ist doch nicht vorüber, Bösewicht. Ich werde erst ruhen, wenn das Commonwealth dich los ist. Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Nun gut. Ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Komm her, Sparks.
Bin ich mal gespannt, er kommt sogar runter. Na dann. Was hast du zu sagen? Mechanist. Silver Shroud ist kein gewöhnlicher Verbrecher. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Nimm die Maske ab, Mechanist, und stelle dich der Gerechtigkeit. Du hast recht. Ich kann es nicht mit Silver Shroud aufnehmen. So, jetzt wissen wir beide, mit wem wir es zu tun haben. Und wieder stellst du mich als Schurken hin? Doch der bist du mit deinen tobenden Robotern. Sie haben Unschuldige getötet. Meine Freunde, sie waren einfache Händler. Alle getötet von ihren Robotern. Nein, das kann nicht sein. Die Roboter sind zum Beschützen programmiert. Ihre Subroutinen sind eindeutig. Beobachten, evaluieren und entsprechend reagieren. Der Test war gründlich. Ich habe alle Szenarien durchgeführt. Alle haben bestanden. Das Blut Unschuldiger wurde vergossen. Deine Handlangerin hat gestanden. Ihre verdrehte Logik hat zu einer Tragödie geführt. Sie retten sie, indem sie sie töten? Nein, das... Die Logik. Sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag, an einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht. Die oberste Direktive war fehlerhaft. So hebt sich nun der Schleier und die Wahrheit kommt ans Licht. Deine technologische Überheblichkeit ist schuld. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Obwohl deine Handlungen zuerst schändlich schienen, war deine Absicht es nicht. Tue Buße, Mechanist. Es gibt vieles, was du bereuen musst. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Alles klar, gut, dann können wir jetzt noch die Kontrolle übernehmen, da hinten. Ah, dass das eine Frau ist, war jetzt doch ein wenig überraschend. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Hast du recht. Hätten sie jetzt auch töten können, aber Silver Shroud ist ja ein netter Superheld. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Eine Verbindungsstange. Du bist Sparks. Leckere Sparks-Schrauben. Na gut, dann schauen wir uns mal das mit dem Rechner an. Aufheben bitte. Hier schön. Juhu, wir haben Kontrolle. Hier können wir wahrscheinlich uns das Roboter herstellen lassen, oder? Okay. Was für eine sinnlose Verschwendung von funktionstüchtiger Technologie. Und du hast dich gerade ausgezogen. Isabel Cruz. Mhm. Ja, ihr macht das schön da. Na dann. Hey, noch eine Sache. Wenn du einen Moment Zeit hast. Was gibt's? Eine Sache noch schnell. Isabel. Das ist mein Name. Isabel Cruz. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Coole Sache. Wahrscheinlich jetzt nicht so gut für unser Schleichskill, aber wir können es auf jeden Fall in unsere Sammlung mit aufnehmen.
Mit den Helm. Plus 1 Charisma. Ja, doch. Danke. Ist schon gut. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Sicher. Super. Okay, ich hab was. Scheint, als wäre es diesmal nur ein Signal. Trotzdem sollte man besser kein Risiko eingehen, oder? Gut, das mit den abbringenden Robotern scheint mir auch wieder so eine Sammelquest zu sein. Müssen wir mal gucken. Ada? Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ada? Schön, dass Sie wieder da sind. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Ich habe ihr die Augen geöffnet. Sie tritt ab. Also war der Mechanist tatsächlich fehlgeleitet. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Sie wurde von ihrer eigenen Logik getäuscht. Sie dachte wirklich, dass sie Menschen rettet. Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Vielen guten Menschen brachte der Mechanist Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche Gräueltaten ermöglicht hat. In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hatte einen Fehler gemacht. Einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth jetzt sicherer ist. Hätten wir die Roboter des Mechanist nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. So, ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt die Hauptstory vom DLC abgeschlossen. Dann würde ich mir noch gerade den Levelaufstieg schnell machen. Und dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Wo können wir denn noch? Da können wir vielleicht auch mal auf Dauer was reinskillen. Da können wir nicht mehr, machen. Da haben wir auch soweit alles ausgeskillt. Den Schloss knacken vielleicht noch. Würde sich ja gerade anbieten. Da haben wir halt auch eine ganze Menge. Vielleicht können wir das mal hochskillen, dass unser Scharfschützengewehr mehr Schaden macht. Machen wir das einfach mal. So. Das geht dann bis doppelten Schaden. Nett. Echt gut. Na, da haben wir dann noch die nächsten 4 oder 5. Aber vielleicht machen wir danach auch erstmal das Schloss knacken, dass wir das vollständig haben. Ja, ich glaube sonst, weiß gar nicht. Dann müssen wir, glaube ich, danach echt mal gucken, was wir noch machen können. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal ein paar Roboter suchen. Und wie gesagt, da weiß ich auch nicht, wie lange ich das weiterverfolgen werde. Und jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.